So, da sind wir bei Microtech bei der zweiten Mission von der ersten Phase vom Overdrive-Event. Ist ja eine schwierige Anmoderation. Also ich mich allerdings frage, wo wir hin müssen. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist, ich habe mir mal die Daten von dieser Hornet angeguckt, von der F7A, also von der militärischen Variante. Die hat zwei S4-Bumsen und vier S3-Bumsen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob einer von euch das auf dem Schirm hat, aber die scheint mir fast konkurrenzlos gut zu sein in der Bewaffnung. Aber ich Ja, glaube, für ich. Waffen nicht so schlecht. Die macht ja fast der F8 Konkurrenz, also der Lightning. So, wartet mal, wo müssen wir denn hin? Andere Seite vom Planeten. Seid ihr in den Türmen, falls es da Probleme gibt? Ja. Sinus? Ja. In den beiden großen, ja? Ja. Okay. Nur falls die Türme da aktiv sind. Warum fliege ich direkt auf den Plan? Ach so, okay, alles gut. So, 30 Kilometer noch bis zum Ziel. Ist natürlich wieder bei Nacht. Wäre auch langweilig, wenn wir was sehen würden. Bitte mal jeweils einen Feuertest nach vorne. Oben funktioniert, unten funktioniert. Wunderbar. Ich funktioniere auch. Sehr schön. So, hab ich die Lichter an dem Ding? Jetzt habe ich die Lichter an. Weil wir können ja nicht immer darauf hoffen, dass wir andere Spieler haben, die die Arbeit für uns machen. Da Redbeard sie neu angenommen hat, vermute ich sogar, dass wir eventuell das Pech haben könnten und dass wir da alleine unten sind. Nee, ich sehe da schon ein Schiff, das ich aus irgendeinem Grund nicht aufschalten kann. Kann einer von euch das aufschalten da unten? Nee. Welche Taste? Bitte? Welche Taste? T. Welche Taste? Also eigentlich hin hier drauf gucken Frage. und T. Nee. Das ist ein Geister. Trifft dich Das nicht. ist ein Geisterschiff. Man kann es nicht aufschalten. Da ist noch eins, das kann man aber aufschalten. Das ist eine. Ah, da unten steht eine F. Wir werden von irgendwas aufgeschaltet. Da unten steht eine F7C2 MK2. Sieht einer den Boden? Ich sehe gar nichts. Ja, also ich sehe den Boden, ja. Okay, dann ist das nur aus dem Das sieht Kopf. aber auch danach aus, dass die Türme aus sind. Ich muss zugeben, ich sehe gar nichts. Ich sehe Ist da gelbe Licht. Türme. Ich sehe da Türme. Die Ja. schließen ja auch. Feuer. Nummer eins ist weg. Nummer zwei ist weg. Ich würde sagen, war eine gute Idee, mit der Redeemer herzufliegen. Nichtsdestotrotz ist hier immer noch so neblig, dass ich nichts sehe. Wo ist die Tür? Warte mal, ich muss mal die Außenansicht. Tür ist auf der anderen Seite. Ich fliege jetzt in der Außenansicht, da sieht man mehr.
Da meinst du? Ja. Echt? Ich sehe nichts. Doch, Tatsache, hast recht. Ich nehme alles zurück. Ich meine, da hilft einem der beste Eye-Tracker nichts. Ich kann mir jetzt hier zwischen die Beine durchs Fenster gucken, aber man sieht ja nichts. Nee. Stockfinster bleibt stockfinster, egal ob mit Eye-Tracker oder nicht. Ist unter mir frei. Ja. Achso, kannst du mal, bevor ich lande, aus dem unteren Turm aussteigen, weil der guckt sonst so ein bisschen, sonst delle ich den ein. Genau. Bist raus, ne? Ja. Ja. Kann man sich nämlich entweder den Turm abreißen oder. Hoppala. Stehe ich gerade? Weitgehend. So, vergesst eure Waffen nicht. Und wenn die Türme weg sind, heißt. Wenn die Türme aktiv sind, heißt das, dass da unten wahrscheinlich eine Menge NPCs rumgondeln. So, der Sinus ist raus. So, wir rennen jetzt in die Räume rein und jeder, der brüllt dann links frei und Redbeard brüllt rechts frei und ich brülle irgendwas Hysterisches. Machen wir das so? Das ist schon gut vor, wenn du nach vorne rennst und Achso, der Fahrstuhl ist ja da. Warum will ich den überhaupt rufen? So, alle auf dem Fahrstuhl? Ja, ne? Wenn ich mal runter gucke, ich sehe da keine Spielermarker. Also eigentlich müsste alles, was da rumrennt, feindlich sein. Den hoffen wir mal, du hast recht. Da sind schon welche, seht ihr sie? Sauber. Ich sag jetzt mal links frei. Rechts frei, momentan. Ach, gepumpt. Danke. Irgendwen hast du erwischt. Jetzt haben wir natürlich hier keine anderen Spieler, die das für uns machen. Sprich, ich hoffe, wir finden hier einen Crypto-Key oder sowas. So, Vorsicht, ich geh mal. Da schießt einer. Wer ist das? Redbeard war das. Ich geh mal an die linke Ecke hier. Ja, voraus müssten wir hier sein. Weg. Wer schießt da mit der Pistole? Seid ihr das? Einer erledigt. Noch einer erledigt. Ich hab die Wer ballert denn da? Ich hab einen Nahkampf niedergemacht. Ein Mörder. So, wenn einer einen nicht. Kick! Zweiter am Nahkampf niedergemacht. Irgendwo ist noch einer. Erwischt. Wo seid ihr? Ich frage nur so. Ich bin noch erste Stockwerk. Hi. Hey, du
bist eigentlich K.O. Ich habe den Clerk gefunden hier hinten. Ich guck mal, ob der den Main, ob der so einen Key hat. Tatsache, hat der einen Key. Okay, ich nehme den an mich. Aber lass uns erstmal an den. Also, ich hab so einen Krypto-Key gefunden oder so eine Access-Card oder sowas. Ich warte mal, aber bis ihr rettet. Ich renne dir jetzt ins Sichtfeld. Achtung. Huhu. Kommst du runter hier? Ja, ja, bin unterwegs. Sinus, wo bist du? Oben. Okay, kommst du mit runter? Wir müssen ja zu dem Mainframe. Ich komme. Okay, lass mal auf Sinus warten. Warum sehe ich deinen Marker nicht? Das macht mir irgendwie Sorgen. Ach, da bist du. Okay. Immer hinter Redbeard her. Bist du schon am Mainframe? Ja. Okay. Dann aktiviere ich mal das Hacken. Hoffe ich. Moment. Gibst du mir Deckung, oh Redbeard, mein Redbeard? Ich gebe Deckung, ja. Was ist das? So, ich hab das Ding in der Hand, das ist schon mal gut. Insert. Key ist drinne. Reading Access Card. Welcome, Access granted. Und nu? Hier steht Accept. Ja, ich accepte mal, keine Ahnung, was da stand. Ah, es geht los. 0 von 2. Oh, wir müssen nur 2 Uploads machen. Wie schön. Okay, geht los. Seid ihr bereit? Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Hier wird jetzt irgendwas mit Locate Server Access Code eingezeigt. Kommt da. Ist da was? Oh, jetzt nicht mehr. Da war was. Also hier steht ab, der Upload läuft. Ihr da draußen Probleme kriegt, sagt Bescheid, ne? Was fliegen denn hier für Waffen in der Gegend rum? Wie kam er hoch, hätte ich gebrochen. Ich guck mal kurz, ob der hier was zu looten hat für mich. Geht nämlich langsam die Munition aus. Ach nee, ich habe ja genug im Rucksack, vergiss es, mir geht überhaupt nicht die Munition aus. Ich muss nur umbauen. Ihr gebt mehr Deckung, ne? So. Und so. Und schon haben wir wieder genug Munition. Wunderbar. So, Upload Nummer 2 ist, ne, Nummer 1 ist bei... Ach Gott, die Server müssen runterkühlen. Geht gleich weiter. Data Transfer in Progress. Kann eine Weile dauern. Ach, ich muss hier immer das Cooling enablen. Oh Gott. Da brauche ich einen Code für. Woher kriegt den Code fürs Cooling? Der wird mir angezeigt. Soll ich ihn okay. Ja, sag mal an. Sag mal den Code fürs Cooling. Den muss ich jetzt mal suchen. Ich weiß, wo er ist, aber... Okay, wo ist er denn? Muss ich jetzt mal hin. Was ist das für... Okay, beeil dich, sonst fängt es wieder von vorne an.
Adresse. Hast du ihn? 7270. 7270? Ja. Okay. Server Cooling ist an. Ist das aufregend? Alles okay dann? Das tat weh. Lebst du noch? Ja. Man aber eher den Feind. Ach so. Also, wo flint der Hinterkopf ist nicht so angenehm. Ist der Code immer 7270 fürs Cooling? Ich hab keine Ahnung. Wo hast denn du den jetzt gelesen, nur so aus Interesse? Der wurde mir angezeigt, der war so auf dem Display drauf. Ach, wo der Techniker rumstand? Nee. Mir wurden Questmarker angezeigt, da bin ich hingerannt und da war dann so ein Bildschirm und da war der drauf. Ich muss wieder anmachen. Wieder 7270? Ja. Wahrscheinlich nicht. Guck mal nach, bitte. Natürlich wieder Feinde da. Kann ich das auch irgendwo im Questlog sehen oder wo siehst du das? Das wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das kannst du im Questlog nicht sehen. Achso. Sag mal, beeil dich mal. Der überhitzt schon wieder. Fünf, drei, sechs, eins. Okay, dann bleib mal da. Dann bleib mal da, weil der geht hier in regelmäßigen Abständen aus. So, jetzt müsste gleich der erste Upload durch sein. Und zwar jetzt? Ja, erster Upload ist durch. Du musst mir dann mal beim Rausgehen zeigen, welcher Bildschirm das ist, Radiert. Immer verschiedene Positionen. Ach schon, auch das noch. Warum wird mir das nicht angezeigt? Jetzt wird das mir angezeigt, weil du jetzt den Code hier schon eingegeben hast. Jetzt ist es wieder da. Ah ja, okay, verstehe. Okay, dann brauche ich den nächsten Code. Sieben eins was? 99. Okay, ist wieder an. Was ist das für eine Technik hier im Jahr 3000, wo du ständig ein Server-Cooling anschmeißen musst? Okay, das könnte allein ein bisschen stressig werden. Quer durch rennen. Ja. Aber zu zweit geht das noch. Zu zweit? Also bis jetzt. Ja. Ich finde, es kommt ja irgendwie gar keiner. Naja, hin und wieder gehen mal die Dinger auf, ne? Doppelt geschossen, wer ist es? Ich. Sagt er. Muss ich dir helfen? Nö. Du hast ihn erschossen. Wie gemein von dir. Aber der lebt noch, oder? Jetzt nicht mehr. Und der nächste Cooler, bitte. Wo ist denn der? Da hin. Sieben, sechs, drei, null. 7630, richtig? Jupp. Was ist denn jetzt los? Wir haben es geschafft. Echt? Also, die Mission ist weg. Ach so. Okay. Server, bla bla, Upload complete. Upload complete. Okay, das erklärt, warum. Ich hab die nächste. Okay, gleich annehmen und am besten gleich teilen.
Ich hab sie. Intel Raid 3 von 5. Ich überlege gerade, wo ich hier hin muss. Irgendwo ballert einer. So nicht, mein Freund. Kommen wir denn hier wieder rauf? Ich bin beim Eingang. Ja. Ach da, ja. So, wenigstens waren das jetzt nur zwei. Da hätten aber auch drei Missionen gereicht, oder? Kommt drauf an. War ja kompliziert. Kam ja kein Gegner. War ja nichts los. Nee. Also ich hatte genug Gegner. Naja, sie haben es wahrscheinlich so gemacht, dass sie sagen, okay, man soll es auch alleine machen können. Wenn es auch sehr stressig ist. Wenn du die ganze Zeit hin und her rennen musst. So, dann ab zur Redeemer. Hat eigentlich einer die Tür zu ihr gemacht? Nee, ne? Höre ich nicht. Wir sind so vertrauensselig. So, dann auf zur 3 von 5. Was haben sie gesagt? Eine Woche lang bleibt das aktiv oder so? Wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ja. Jede Woche kommt was Neues. Ja. So, lass mal kurz gucken. Wir müssen als erstes mal. Ja, als erstes starten wir mal. Das ist vielleicht das Sinnvollste. Kasimski. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich quer durchs System. Natürlich. Zurück nach Arkorb. Alles klar. So, wir springen in Richtung ArcCorp in 3, 2, 1. Juhu! So, das war ja schon mal ganz gut. 2 von 3. Was hat der eine gesagt? 3 muss man schaffen? Nee, oder war das Phase 3 muss man schaffen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber Phase 3 ist doch noch gar nicht draußen, oder? Nee, nee. Wir sind doch jetzt in Phase 1. Wir sind jetzt in Phase 1, genau. Ich meine. Oder muss man Phase 3 schaffen, um das Schiff zu kriegen? Sie haben irgendwie in den Fax. In den Fax haben sie gesagt, dass man jederzeit einsteigen kann, was auch immer das heißen mag. Also dann hätte ich jetzt gesagt, wenn du eine Phase abgeschlossen hast, kriegst du das Upgrade. Nein. Naja, einmal werde ich das auf jeden Fall durchziehen. Also allein wegen dem Erleben, weil ich die Questreihe eigentlich noch gar nicht kenne. Also wenn ihr Bock habt, nächste Woche die nächsten, also wenn wir die hier durch haben. Nächsten 5 Wochen. Könnte interessant werden. Ich denke mal, das führt alles zu diesem Xenothreat-Event, also zu dem klassischen Xenothreat-Event, was wir schon kennen, ne? Also Idris töten oder so.
Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, ja. Dass das hier jetzt sozusagen die Vorgeschichte ist. Ja. Ist das eigentlich ein Bug, dass die Türme immer nach hinten gehen? Dass was nach hinten geht? Dass die Türme automatisch nach hinten gehen? Also im Moment zeigen die wirr in der Gegend rum bei mir. Der eine zeigt schräg nach hinten unten und der andere zeigt, ja, schräg nach hinten oben. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Ich muss immer zentrieren. Also C gedrückt halte. Viel nach vorne. Dann würde ich sagen, ist das ein Bug. Drück mal G. Als wäre Luftwiderstand da. Ja, wir fliegen ja auch sehr schnell. Dann muss man G drücken, dann muss das funktionieren. Ah ja, G. Also ich kann euch sagen, bei mir bewegen sich weder der obere noch der untere Turm in irgendeiner Weise. Jetzt hast du den Geo-Mode so eingestellt, dass du dich in Flugrichtung bewegen kannst.